Wir sind wieder beim Porsche Tennis Grand Prix heute in der Hans-Martin-Schleyer-Halle im Hintergrund der Trainingscourt und neben mir steht Anke Huber, die sportliche Leiterin. Hallo Anke. Hallo. Ja, vielleicht kannst du so ein bisschen mal erzählen, was macht eine sportliche Leiterin? Okay, sportliche Leiterin ist vielleicht auch nicht so der richtige Ausdruck. Ich mache alles, was mit den Spielerinnen eigentlich zu tun hat, ob es jetzt halt einen Spielplan zu machen ist oder mit der WTA zusammen, dann die ganzen Aktivitäten außerhalb des Platzes, was die Spielerinnen zu tun haben, ob es für Porsche ist, ob es fürs Turnier ist. Sehr viel davon mit der WTA zusammen abgestimmt. Teilweise spreche ich die Spielerinnen selber an. Sponsorentermine dann, was die Spielerinnen dann auch wahrnehmen müssen von uns aus. Einfach mal ein Meet and Greet oder ein Hallo sagen. Und es ist auch nicht so leicht, da immer jemanden dafür zu finden. Da bin ich dann zuständig. Also alles, was halt so drumherum mit den Spielerinnen. Also, dann gucke ich natürlich auch die Plätze an, ob die okay sind, ob die in Ordnung sind. Das ist auch so mit meiner Aufgabe, dass halt alles auch, was das Spielerische angeht, auch läuft. Kann man noch mal so ein Beispiel nennen für eine Aktivität? Was hat Spielerin XY heute zum Beispiel gemacht? Okay, Sabine Lisicki war vorhin beim Parking Challenge, was wir machen. Das ist eine Einparkübung für die Spielerin, wer am schnellsten einparkt und so einen Slalomparcours fährt mit einem schönen Auto. Das hat jetzt aber nichts damit zu tun, dass Frauen angeblich besser oder schlechter einparken können. Also es waren sicher einige dabei, die sich sehr, sehr gut eingeparkt haben. Schon andere waren dann etwas schwächer, aber wir haben viele dabei, die eine gute Zeit gefahren sind. Hat die gemacht, die Annalena Fritzam, war gerade mit dem Fritzle-Club unterwegs hier von Stuttgart mit Kindern, hat so ein Q&A, so Frage-Antwort ein bisschen gemacht. Muss ich mal nachfragen, wir sind ja aus Hamburg, Fritzle-Club sagt uns jetzt nicht so viel. Der Fanclub von Stuttgart, der VfB Stuttgart. Die kommen immer einmal im Jahr hierher und da kommt meistens auch eine Spielerin dazu. Es sind immer so 20 Kinder und die haben dann immer ganz viel Spaß mit den Spielerinnen, mal einfach Fragen zu stellen, die ihnen so in den Kopf kommen. Dann hat die Suarez Navarro hat schon eine Aktion jetzt im Gym gemacht, da war ich jetzt nicht die ganze Zeit dabei, da muss ich auch nicht dabei stehen, aber ich muss gucken, dass die Spielerin halt hinkommt und das mit der WTA auch abstimmen, wann das dann sein wird, je nachdem, wann sie trainiert, wann sie dann auch wieder spielt. Also so Dinge, es macht Spaß, es ist viel an den ersten Tagen und dann wird es ein bisschen weniger. Ja. Ist das ein Vorteil für dich, dass du Ex-Profi bist, dass du das alles auch selber erlebt hast auf der Tour oder funktioniert die Tour heutzutage ganz anders als so? Deiner Zeit. Es ist natürlich ein Vorteil, dass ich gespielt habe, weil ich weiß, wann ich eine Spielerin ansprechen kann und wann nicht. Wenn sie jetzt gerade vom Platz kommt und verloren hat, werde ich wahrscheinlich kaum eine Spielerin ansprechen. Aber es ist natürlich schon anders geworden auf der Tour. Die Spielerinnen müssen viel mehr Dinge machen außerhalb des Platzes. Wir konnten da schon noch öfter mal Nein sagen. Jetzt sind sie verpflichtet, viele Dinge zu tun und eine gewisse Stundenanzahl auch fürs Turnier zur Verfügung zu stehen, was natürlich für uns sehr gut ist. Ich stehe jetzt auf der anderen Seite und dann sieht man doch die Dinge auch aus einer anderen Sicht, wie früher als Spiele, was auch wichtig ist für ein Turnier. Und und sie haben doch schon sehr viel mehr Aufgaben drumherum außerhalb des Platzes, wie das auch früher war. Also du bist früher auf der Tour bei weitem nicht so betreut worden, wie das heute der Fall ist. Nein, was heißt betreut worden? Wir sind schon gut betreut worden, aber diese ganzen Aktivitäten außerhalb des Platzes waren bei weitem nicht so viel. Und man konnte halt einfach Nein sagen und es war okay. Und jetzt müssen die Spielerinnen, also die gesetzten Spielerinnen, müssen ihre 3 Stunden, Aces heißt das, machen pro Woche. Und die anderen Spieler mindestens 1,5. Und das ist natürlich schon vorgegeben von der WTA, das ist eine Regel. Und wenn sie die nicht erfüllen, dann müssen sie eine Strafe bezahlen. Und das ist natürlich für ein Turnier, das kommt ein Turnier zugute, weil wir doch von Sponsoren auch leben müssen und von Zuschauern auch leben. Und da machen wir natürlich sehr viel, ob es jetzt Autogrammstunden sind und so weiter. Und ist für uns sehr, sehr wichtig. Spielt Anke Huber heute selbst noch Tennis? Sehr, sehr wenig. Also ich habe jetzt in letzter Zeit nicht allzu viel gespielt. Wenn es zu Hause geht, versuche ich einmal in der Woche fest zu spielen, aber mehr eigentlich nicht. Also hier nicht, wenn eine Angelique Kerber fragt, Anke, schlag mich mal kurz ein, das gibt's nicht. Das wird nicht passieren, da bin ich auch nicht mehr gut genug dazu. Sollte sich lieber mit ihrem Coach einschlagen. So fitnessmäßig irgendwie etwas, was du machst? Ja, ich mache schon Fitness. Ich gehe laufen 3-4 Mal in der Woche, mache gerne Yoga auch, mache gerne einfach auch so Fitness drumherum. Wie schon gesagt, spiele auch ab und zu gerne Tennis, aber ja, nicht allzu oft. Alles klar, vielen Dank für die Eindrücke. Danke.